Seit wann wissen Sie, dass die Diebe vor Gericht gestellt kommen? Wie habt ihr das erfahren? Das haben wir vor einem Monat erfahren, das Tomo vom Polizeiposten, wenn wir die Schelle sie abholen. Dann haben sie gesagt, sie haben jetzt nicht so gut, dass der, die beiden Diebe, der Vater mit dem Sohn und die Partnerin plus der Fleischschauer und der Metzger vor Gericht kommen. Und das wird im Laufe vom Frühjahr werden das gemacht. Jetzt haben sie noch gesehen, ob wir ein Interesse haben. Vielleicht heute. Und dann haben wir gesagt, ja, das müssen wir noch überlegen. Aber wir sehen sowieso da nicht viel von dem, dass wir noch etwas bekommen. Wir werden das, sie werden den Einstein schon noch orientieren, was da rauskommt. Je nachdem werden sie vermutlich noch ins Gefängnis müssen. Aber das ist noch nicht sicher. Aber alle verurteilt werden sie. Und dass die Diebe nicht mehr können auf die Alpen von Mackenaga, das haben sie schon im letzten Sommer mitgeteilt. Die Gemeinde von Mackenaga haben die in das Alpenverbot.